Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Wochenabschluss Devisenradar hier am 8. Mai. Wir wollen uns, ja, wie gestern auch schon das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar betrachtet, heute aber nicht dem Cable zuwenden, wenngleich wir auch hier eine interessante charttechnische Situation sehen. Dazu einfach gestern bzw. auf das gestrige Video klicken, was hier zwar einen kleinen Upload-Bug hatte, aber auf der JFD seid auf dem JFD-Desktop oder dem YouTube-Channel können Sie es finden. Hier ganz wichtig, dass wir uns hier aktuell knapp vor dem Widerstandslevel von 1,5530 befinden. Doch schauen wir auf das aktuell stärkste Währungspaar mit Betrachtung der Top 15, nämlich das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Hier im Tageschartintervall. Wir hatten unlängst schon einen Ausbruch gesehen, beziehungsweise hier eben die Situation, dass wir den Widerstand bei 181,70 nach oben durchstoßen haben. Der Markt hier sehr, sehr dynamisch gelaufen. Dann aber hier ganz, ganz klassisch, ganz vortrefflich hier den Pullback in den Bereich um 181,70 vollzogen. Wer das Währungspaar hier auf der Pfanne hatte, der konnte im Prinzip zu relativ guten Preisen tief einsteigen, um dann hier auf eine Spekulation zu setzen, die, Verzeihung, die im Prinzip gestern hier dann ihren Lauf nahm, Abend zu den Abendstunden, praktisch fast schon im außerbörslichen Geschäft, schob sich dann hier das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, auch Beast genannt, nach oben. Und heute setzt sich hier die Performance weiter fort. Und das stimmt rein technisch, rein tendenziell durchaus positiv und könnte hier auch der Startschuss für weitere Gewinne sein. Wenn wir uns den Tagesschart nämlich anschauen, sehen wir, dass wir hier aktuell den Ausbruch über die Widerstandszone, über das damalige Ziellevel, über das damals benannte Ziellevel 184,70, 185 vollziehen aktuell. Und wenn die Non-Farm-Payrolls von heute Nachmittag jetzt kein Störfeuer in diese Richtung aussenden, dann stehen die Chancen gut, dass das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier weiter in Richtung 188/ sich auf den Weg in Richtung 190 Yen macht. Also die Performance dürfte sich weiter fortsetzen. Insofern müssen wir hier eine kleine Aktualisierung vornehmen am Tageschart. Man muss allerdings auch bedenken, dass aufgrund der gestrigen Impulse und auch heute schon der heutigen Bewegung das Währungspaar schon über 200 Pips gelaufen ist. Das heißt, hier ist natürlich ein Stück weit ja, viel Luft schon raus aus dem Währungspaar und das könnte natürlich unter Umständen zu einer ja, Intraday Konsolidierung führen, die im Idealfall aber hier über diesen Bereich 184, 70, 185 stoppt. Deswegen ziehen wir auch hier direkt den Größer-Button rein und sehen praktisch, sofern es Rücksetzer gibt, dies als Chance an, hier reinzukommen in das Währungspaar, um dann praktisch an einer weiteren Performance teilzunehmen. Das wäre das Ideal, der Idealverlauf, wenn wir uns jetzt mal so darstellen, im Sinne dessen, dass wir hier einen kleinen Pullback vollziehen, diesen nunmehrigen Unterstützungsbereich testen und dann eben nach oben aufdrehen. Im Worst Case und gerade bei hoher Volatilität darf man natürlich gerade bei dem Währungspaar, wenn es denn seinen Namen The Beast alle Ehre macht, dann kann es hier auch durchaus tiefer zurückgehen. Da sehen wir dann hier praktisch die gestrige Momentumkerze. Die sollten wir nicht über 50% korrigieren. Deswegen will ich auch gar nicht diese eigentliche gebrochene Trendlinie mal anvisieren. Aber hier in diesem Bereich könnte es natürlich auch nach unten gehen bis zu diesem Bereich, signifikant unter hier das frühere Widerstandslevel 181, 60, 65 sollte es natürlich jetzt auf keinen Fall mehr gehen. Das wäre sicherlich ein sehr, sehr bärisches Signal. Aber tendenziell, Sie sehen, die Ausgangssituation ist gut und möglicherweise sehen wir hier 189, 190 doch schneller als so manchem lieb ist. Gut, schauen wir kurz auf den Stundenchart. Da sehen wir hier die starken Bewegungen. Hier die Momentumkerze vom gestrigen Abend. Dann ging es hier direkt weiter rauf. Und jetzt werden wir hier den Trendkanal ein bisschen schlichten. Aber wir können auch hier das Level sehr schön unterstreichen. 184,70, 185. Nehmen wir direkt mal hier rein, diese Zone. Und dann haben wir im Prinzip auch den Bereich, auf den es zu achten gilt. Wenngleich hier im Intraday-Bereich, sehen Sie sehr schön, sogar noch ein Stück weit tiefer gegangen werden müsste, 184. Deswegen auch immer Multi-Timeframe-technisch die verschiedenen Zonen abgleichen, die verschiedenen Zeitzonen. Hier im Tagesschart haben wir den Bereich 184, 70, 185. Und dann aber, wenn wir im Stundenchart schauen, hier auch mit den Hochs
der letzten Woche haben wir hier eben im Bereich um 184 ein Niveau, hier auch heutiges Tagestief, was interessant scheint für Intraday-Action. Ja, also wenn wir hier stärker als 184,70 zurückkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Währungspaar hier bei 184 dann einen möglichen Haltepunkt vollzieht. Ansonsten hier, wir sind gerade am Resistance Level 1, ist aber allerdings auch aufgrund der gestrigen Bewegung geschuldet. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen bewegte sich gestern an einem Tag 394 Pips. Und da der PWO-Punkt auf den Vortag bezogen ist, dehnen sich dann auch entsprechend die Resistance Level aus. Und sollte heute ein ähnlicher Wollertag stattfinden, dann muss man davon ausgehen, dass hier Resistance Level 2 durchaus erreichbar scheint. Ansonsten, wie gesagt, Rücksetzer bieten sich jetzt hierbei an, um in den Markt lukrativ einzusteigen. Gut, meine lieben Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Ausblick zum JFD-Devisenradar. Non-Farm Payrolls stehen an. Wir werden sehen, was wir 14:30 Uhr für eine Live-Schaltung machen. Faktisch muss natürlich gesagt werden, wir warten mal ab, was bis dahin geht. Hohe Volatilität ist wieder zu erwarten. Schließlich geht es hier um die Tendenzen, die sich natürlich hier die amerikanische Notenbank Fed auferlegt in Sachen Zinsanhebungen und der US-Arbeitsmarktbericht. Non-Farm Payrolls werden ja hier natürlich immer ganz hoch gewichtet. Und insofern darf man mal gespannt sein, wohin denn hier die Reise gehen wird. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen. Hören wir uns im Devisenradar am Montag wieder oder natürlich nachher zum JFD Live Trading TV, dann auch mit der Beschau des DAXes, der sich hier aufmacht, ein Stück weit nach oben rauszuziehen. Also, in dem Zusammenhang, einen schönen Tag noch, auf bald, Ihr Christian Kämmerer.